Was für ein Spiel der Österreicher. Gegen Italien in der EM im Jahrhundertspiel nur ganz knapp ausgeschieden. Hier die Reaktionen. Die erste kommt von André Heller. Bitte schön. Oh, ihr achtelfinaligen Österreich-Propheten. Es schien schon, als wolltet ihr vom Kelch des Aufstiegs trinken, bevor das Abseits des videoschiedsrichterlichen Gerichts euch einen Strich durch die Rechnung machte. Aber ihr alle wisst, das wahre Viertelfinale ist im Kopf. Und ist es nicht im Kopf, so ist es. Überall. Baba. Ja, danke André für diese bodenständige und gleichzeitig transzendente Analyse. Aber was sagt Hans Krankl dazu? Wollen wir auch hören. Bitte, Hans. Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin natürlich ganz Österreich, bin ich begeistert. Das Match war legendär. Schade, dass das 1-0 einfach ein Tor war. Man muss sagen, es war irre regulär. Tut mir total leid. Aber ich habe es weitergekämpft. Ich habe es Gas gegeben. Jetzt heißt es, den Kopf nicht in den Sand stecken und weiter voll nach vorne schauen. Alles andere ist primär. Tschüss. Alles klar. Aber was sagt die Politik denn dazu? Sebastian. Kurz, ein paar Worte, bitteschön. Ja, danke für die Frage. Lassen Sie mich kurz drei Dinge zum gestrigen Spiel sagen. Erstens habe ich es ein bisschen schade gefunden, dass die Österreicher nicht in Schwarz-Türkis aufgelaufen sind. Das hätte mir sehr gut gefallen. Zweitens, schade, dass Arnautovic und Leiner beide dort gestanden sind, wo derzeit leider auch viele Politiker stehen, nämlich im Abseits. Und drittens, kann ich nur das wiederholen, was ich schon vor der Europameisterschaft gesagt habe, nämlich bald wird jeder jemanden kennen, der im Achtelfinale ausgeschieden ist. Aber das ist Schnee von vorgestern. Ihr, liebe Mannschaft, ihr habt mich und ganz Österreich bis über beide Ohren glücklich gemacht. Und das zählt. Dankeschön. Ja. Der liebe Sebastian, wie immer, kurz und knapp. Aber was sagt einer, der mittendrin war? Marc Arnautovic, bitte. Ja, es war knapp. Wenn das 1-0 zählt, dann ist Italien weg und wir sind da. Aber leider hat das nicht gezählt. Also ist Italien da und wir weg? Also Fußball. Ja, bitter, aber ist. Ja. Danke, Marco. Ich sage Ihnen auch schon danke fürs Zuschauen, aber vorher gibt es noch die Schlussworte und die hat natürlich der Fußballanalyst der Nation, Herbert Prohaska. Bitte. Hallo, liebe Zuschauer. Ich habe es schon oft gesagt, aber selten hat es so gestimmt wie denn heute. Österreich hat gespielt nach dem Motto Carpe Diem. Nütze das Team. Einem für allem, allem für einem. Eine große Mannschaft mit einer großen Zukunft. Dazu muss man kein Prolet sein. Und so sage ich Ihnen danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage allen zukünftigen Gegnern der österreichischen Nationalmannschaft nach dem Gesehenen, nach der Leistung gegen Italien, ein herzliches und aufrichtiges Gute Nacht.